Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aqua News. Mein Name ist Lukas Müller. Leider haben wir sehr schlechte Nachrichten. Das internationale Garnelen-Championat, das seit 2009 in Hannover stattfindet, fällt 2018 aus. Anscheinend hat das nicht genug Anklang im letzten Jahr gefunden, so dass sich die Veranstalter sagen, es lohnt sich dieses Jahr bzw. nächstes Jahr einfach nicht, das internationale Garnelen-Championat fortzusetzen. Für mich ist es natürlich sehr traurig, denn es war meine erste Messe, wo ich so richtig war. Das war nämlich im Jahr 2012. Und das war einfach für mich ein unglaublicher Moment, was da alles los war, was ich für Leute getroffen habe. Und ich verbinde sehr, sehr viel mit dem internationalen Garnelen-Championat in Hannover. Umso schade ist es, ich bin sogar in die Nähe jetzt davon gezogen, sodass ich nur noch einen Katzensprung von dieser Messehallen weg bin. Und jetzt findet sie leider nicht mehr statt. In der Pressemitteilung steht auch, dass sie eine kreative Pause brauchen. Das heißt, vielleicht findet sie ja 2019 statt. Mich würde das sehr freuen, wenn das 2019 wieder Anklang findet. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wenn du gar nicht weißt, was das internationale Garnelen-Championat ist oder du selber mal da warst und möchtest gerne noch einen Messebericht sehen, ich verlinke euch mal die ganzen Videos, die ich dort gemacht habe und wünsche euch viel Spaß damit. Die aktuelle Pressemitteilung habe ich euch unten mal in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr nochmal selber nachlesen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und vergiss niemals, schaust du Garnelen TV, wirst du Garnelen schlau. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.